Hallo und willkommen zurück zu einem kleinen Tutorial meiner Seite aus wieder. Heute dreht es sich um Waffen. Wenn ihr wissen wollt, wie man so einen Dodo und so weiter macht, schaut ins letzte Sheet-Video rein. Level 1500. Ich wollte mal die Werte nochmal angucken. Naja, geht. Der Kampfschaden mit 1600% ist natürlich beachtlich. So, Waffen. Einmal, wie man die spawnt und also die Codes dafür und die Munition, soweit es ging. Also hier oben habe ich schon mal was eingegeben. Die 1. Die ist nämlich für Pistole. Und wenn man hier so 1 eingibt, dann kriegt man halt eine normale Pistole, ne, ohne großen Schnickschnack. Man kann hier noch so, ich glaube, 1 bis 10 eingeben, dann kriegt ihr andere Werte der Pistolen. Also das geht bei jeder Waffe, ne? Hier seht ihr es, einmal die 5, oder, Quatsch, die 5, was laber ich denn da? So grün oder blau, dann müsst ihr mit dem Wert ein bisschen variieren, dann kriegt ihr halt diese geboosteten Dinger. Also so. Und die zweite Zahl ist natürlich wie immer die Menge. Aber das ist jetzt irrelevant. Wir machen jetzt einfach mal einen ganz normalen Weg durch. Das war die Pistole. Die Munition für die Pistole ist die Nummer 4. Da oben werdet ihr sie nämlich gleich sehen. Da edit einfache Kugel. So, die Nummer 2. Das Sturmgewehr. Sehr schöne Waffe. Da oben seht ihr das primitive Sturmgewehr. Die Munition dafür, oh, jetzt habe ich die falsche Zahl weggemacht, ist die 246. Davon könnte man sich dann jetzt sagen, okay, ich mache jetzt mal 100. Denkt immer daran, die richtige Zahl einzugeben und es deckt natürlich alles ein bisschen anders. Also jetzt gehen wir mal 100 ein, mal gucken, wie viel kriegen wir, bestimmt 50. 50 verbesserte Munition, drücken wir ein paar Mal drauf und dann, da habt ihr schon gesehen, 200, dann haben wir zum Beispiel hier das Sturmgewehr mit 250 Schuss. Sofort einsetzbar, beziehungsweise einmal ganz kurz ins Magazin rein und ab geht's. Da wollte der Sound gerade nicht mitkommen, egal. So, als nächste Waffe bloß nicht abstürzen. Das sieht ja jetzt geil aus. Kommt der Raketenwerfer. Das ist die Nummer 3. Zack, da oben seht ihr ihn. Die Raketenwerfer-Munition ist die Zahl 247. So, da seht ihr den Zusammenhang. Hab ein paar Mal drauf gedrückt, 3 Raketen. Hier seht ihr den Raketenwerfer. Einmal kurz ausgerüstet. Uppala. Und das mache ich am Ende, dann baller ich mal auf unseren Giga, ob der ausrastet. So, aber weiter im Text. Die nächste Nummer ist die 362, das ist für die Armbrust. 362. Zack, da haben wir eine Armbrust bekommen. Die Betäubungspfeile sind die Nummer 70. Und die Steinpfeile sind die Nummer 32. Natürlich, ne, die zweite Zahl immer ändern, damit ihr nicht immer nur einen einzelnen kriegt. Dann stackt das schön. Falls ihr doch mit dem Bogen ein bisschen rumspielen wollt, gebt die Nummer 5 ein, dann kriegt ihr den normalen Bogen. Da oben ploppt er wieder auf. Bei der Nummer 376 bekommt ihr den Kompositbogen. Da heißt das so, ne? Ja, ein Kompositbogen. Und mit der 377 kriegt ihr die Metallpfeile, also die etwas besseren Pfeile als diese normalen Holzpfeile. Müsst ihr da oben auftauchen. Genau, zweimal Metallpfeil. So, die Nummer 436 ist das Snipergewehr. Das habe ich im Let's Play relativ frisch. Geiles Teil. Dafür gibt es aber keinen Cheat für die Munition. Da müsst ihr euch das im Gramm erlernen. Ist aber auch nicht so kompliziert, das Ding zu kriegen. Also die Material für die Munition. Die Nummer 42 ist der C4-Zünder. Der Fernzünder. Die Sprengladung dazu ist die 43. Da kriegt ihr C4-Sprengladung. Da oben seht ihr es. Dann gibt es noch eine kleine schöne Sache. Die muss ich auch mal irgendwann mal austesten. Habe ich noch nie getestet. 451 ist der Elektroschocker. Der da oben. Primitiver Elektroschocker. Schocker. Gott. Die normale Flinte kriegt ihr mit der 132. Die ganz normale Flinte. Die Munition dazu, muss ja die einfache Munition sein, 144. Dann kriegt ihr die einfache Munition für die Flinte. Die einfache Schrotflinte ist die 267. Oh, nicht nochmal rein. Da kriegt ihr die einfache Schrotflinte heraus. Da, primitiv. Die fortgeschrittene Pumpgun ist 361. Vielleicht ist das ja ein kleiner Begriff. Das ist die fortgeschrittene Variante. Die Munition dafür ist die 268. Ist die Munition für die
Schrotflinten. So, dann gibt es noch die... Oh, was denn? Guck mal, hier ist alles weg. Die fortgeschrittene Pistole ist die 244. Jetzt noch mal kurz hier eingeben. Die fortgeschrittene Pistole, also bessere Knarre. Und die verbesserte Munition ist die 245. Ausnahmsweise mal wieder daneben an. Na? Genau, verbesserte Munition. Dann gibt es noch... Ich drücke auch immer falsch, ne? Die Granaten. Granaten sind die Nummer 6. Ganz einfach. Und zack. Also auf Tech bin ich jetzt nicht eingegangen, falls da irgendwas gab. Ich habe noch nie damit so richtig gespielt. Aber hier sieht jemand so die ganzen Waffen. Jetzt habe ich sie alle. Und jetzt gucken wir mal kurz, was passiert, wenn ich den Giga mal anballer. Wird er ragen? Was habe ich denn jetzt für eine Scheiße gemacht? Okay, irgendwas. Ah, jetzt. Okay, ihn juckt das gerade herzlich wenig. Gut, ihn stört es nicht. Ich hoffe, das Tutorial hat euch ein bisschen weitergeholfen. Schaut euch auch die anderen Tutorials an. Und dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.